Die Aquakultur mit Schwimmpflanzen hat ein sehr großes Potenzial, auch in der praktischen Anwendung. Ich berichte hier von einem Forschungsprojekt, was an meinem Institut durchgeführt wurde von Dr. Stefan Hügel. Ja, das Institut für Abwasserwirtschaft und Gewässerschutz an der Technischen Uni Hamburg. Wir haben verschiedene Arbeitsbereiche, Forschungsbereiche und da ist halt einmal ländliche Entwicklung. Dann haben wir ressourcenorientierte Sanitärsysteme, das Bioressourcenmanagement von Dr. Körner und wir haben einen Bereich Umweltrobotik. Und was für alle interessant ist, ist halt Revival. Wir haben halt hier eine Lernplattform für viele Dinge für ländliche Entwicklung erstellt im Rahmen der Hamburg Open Online University. Und da kann man sehr, sehr vieles interaktiv lernen in Englisch, Deutsch und verschiedenen anderen Sprachen. Revival.de. Ja, wir machen ansonsten auch Arbeiten zu Bodenverbesserung. Das ist eine unserer wichtigsten Aufgaben im Moment. Biologische Zusammensetzung. Und wir haben das derzeit beste Reisproduktionssystem der Welt entwickelt. Eine Verbesserung des Trockenreisanbaus, SRI, zu Intercropping-Reis mit Bohne. Und mit solchen Systemen kann man 15 bis 20% des Weltwasserbedarfs einsparen. Wer da Interesse hat, bitte weiter verbreiten. Hier im Kanal ist da auch ein gesonderter Vortrag nochmal zu. Es ist eine Schande, dass das sich nicht viel schneller verbreitet. Es gibt so viel Wasserknappheit, so viel Armut. Und die Menschen können deutlich mehr Ertrag haben, deutlich mehr verdienen und aus der Armut rauskommen. Und da muss Unterstützung her, weil die Kleinbauern, die werden nicht von den Regierungen unterstützt in der Regel. Und da hoffe ich, dass sich ein paar Leute finden, die sich engagieren, die das bekannter machen und auch verbreiten. Ja, dann haben wir Umweltrobotik, einen selektiven Jäteroboter. Wir wollen halt etwas machen, wo wir das ja sehr harte Jäten vereinfachen und dann aber auch selektiv nur die Pflanzen rausjäten, die tatsächlich die Frucht überwachsen werden. Und das ist ein schönes Projekt von unserem Institut. Und wir wollen Low Cost Open Source. Ja, für diesen Vortrag Problematik des gestörten Stickstoffkreislaufs in der Landwirtschaft, Darstellung des Potenzials von ressourceneffizienter Intensivierung und dann eine Fallstudie, Vorschlag eines Wasserlinsen-Aquakultursystems als alternatives Tierhaltungssystem. Ja, der Stickstoffkreislauf ist massiv gestört. Es ist so, dass das halt ja eigentlich schon ziemlich absurde Züge angenommen hat. Wir haben hier eine unglaubliche Abnahme der Stickstoffeffizienz. Also wir haben 1960 hatten wir noch 80% stickstoffeffizient im Getreideanbau 1960 und 2005 sind das 17%. Die Produktion von Stickstoffdünger extrem energieintensiv. Das ist auch der Grund, warum BASF jetzt die Produktion nach China verlagert, weil die Energieversorgung hier unsicher ist, die Politik halt nicht absehen lässt, dass die Energiepreise stabil gehalten werden. Und zum Glück kann man auf mineralischen Stickstoff in der Landwirtschaft weitgehend verzichten und auch für dieses Aquakultur haben wir eine Möglichkeit, davon wegzukommen. Die Bodendegradierung ist natürlich ein Riesenproblem und auch da ist halt Aquakultur eine gute Idee, vor allen Dingen in Verbindung mit Wasserreservoirs. Also da, wo die Landschaften austrocknen, wird Rainwater Harvesting gemacht. Da braucht es dann aber auch solche ja, an den Hängen hauptsächlich auch Dämme, dass man halt Wasser speichern kann über die
Trockenzeit. Und in diesen Wasserspeichern, da kann man halt die Verdunstung verringern mit Wasser, mit den Schwimmpflanzen und hat dann halt gleichzeitig eine Produktion hochwertigen Futters und es kommt keine Malaria in diese Wasserreservoir. Also hat viele gute Möglichkeiten und dann kann man in diesem Reservoir halt auch Fische halten oder Entenfutter produzieren. Ja, versteckte Kosten durch Stickstoffdünger. Der wirtschaftliche Gewinn aus der Stickstoffdüngung ist ungefähr 20 bis 80 Milliarden Euro pro Jahr. Die Kosten alleine nur für Gesundheitsfolgen, Umweltverschmutzung und Klimaschäden sind ja ein Vielfaches davon, bis in die 400 Milliarden Euro pro Jahr. Also Stickstoffdüngung ist ein ja, Minusgeschäft und ja, die Produktion sollte verringert werden. Es macht einfach keinen Sinn. Und die Agrochemie kann intelligentere Produkte bringen. Die werden auch ihren Markt finden, aber die müssen nicht diese irrsinnigen Massenprodukte mit ganz wenig Gewinnmarge da in Massen raushauen und damit die Umwelt und die Böden zerstören und die menschliche Gesundheit untergraben. Und hier nochmal ein Beispiel, wie krass das ist mit der Gesundheitsgefährdung. Es gibt diese Feinstpartikel aus Ammoniak und die Gesundheitskosten, jetzt wurden mal berechnet für den US-Agrarexport, die Gesundheitskosten durch Stickstoff, also Lungenschädigung, ne, liegen bei 36 Milliarden US-Dollar. In dieser Abschätzung. Der Nettowert der US-Agrarexporte liegt demgegenüber nur bei 23 Milliarden. Also alleine von den Gesundheitskosten ist es für die USA ein Minusgeschäft. Also es ist eine volkswirtschaftlich schädliche Wirtschaft. Ja, die Stickstoffeffizienz in der Landwirtschaft ist extrem gering. Wir haben hier die Haber-Bosch-Anlagen und diese gigantischen Stickstoffmengen habe ich eben schon gezeigt. Der größte Teil geht ins Grundwasser, vieles geht in die Atmosphäre und nur ganz wenig geht letztlich in die tatsächliche Nutzung. Und das ist etwas, was wir in der Wasserwirtschaft auch merken. Also da das Grundwasser wird hier wirklich massiv belastet durch ja, zu viel Stickstoffdüngung. Und da muss es bessere Wege geben. 83% Verlust, da ist Handlungsbedarf. Man muss sagen, Deutschland ist da oder der deutschsprachige Raum ist da nicht ganz so schlimm, weil wir eine bessere Landwirtschaft haben. Also die Bauern im deutschsprachigen Raum haben Fruchtwechsel, man sieht immer mehr Untersaaten. Also da sind schon viele, die das auch ordentlicher machen. Also diese ganz schlimmen Auswüchse. England ist ziemlich furchtbar und viele andere Teile der Welt. Trotzdem muss ich da was tun hin zu regenerativer Landwirtschaft. Da gibt es hier auch ein Video in diesem Kanal dazu. Da kann man nämlich auf den Stickstoffdünger vom ersten Jahr an verzichten, also den externen, weil das kann die Pflanze, der Boden viel besser, diese Stickstoffsynthese und da kostet es nichts und es ist genau da, wo man es braucht und es gibt keine Rechnung, ne? Ist eigentlich viel, viel besser. Ja, jetzt zu den schwimmpflanzenbasierten Systemen. Also es geht hier um die Produktion lokaler Futtermittel. Das ist ein extrem produktives System. Es ist kein Ackerland nötig, also man kann auch Land verwenden, was ansonsten zu kaputt ist, felsig ist oder halt sumpfig. Da bietet sich sowieso an, dann Wasserkulturen zu machen. Und wir haben eine sehr, sehr hohe Düngereffizienz. Unser erster Ansatz war halt mit Enten zu arbeiten und Hühnern und sind hinterher zum Fisch gekommen. Ja, als erste Pflanze, die sich anbietet, alle kennen sie, so von Teichen und sogar Pfützen und Gräben, die Wasserlinse. Hier oben ist ein Bild davon. Es gibt sehr viele Sorten, deshalb sage ich einfach Wasserlinse und nicht irgendeine spezifische davon. Die hat das Potenzial für exponentielles Wachstum
25 mal mehr Proteinproduktion als mit Soja. Das ist eine Hausnummer. Das Protein ist vergleichbar mit Sojaprotein. Also es ist nur, nicht nur 25%, 25 mal mehr, sondern halt tatsächlich, es ist gleiche Qualität. Und wir haben eine neunmal höhere Stickstoffaufnahme als im Mais, der sonst halt sehr viel für Futtermittelproduktion verwendet wird. Ja, dann die zweite Wasserpflanze, die wir verwenden, ist Azolla. Die muss man nicht verwenden, das ist eine Option, das zu machen. Auch die hat exponentielles Wachstum. Die hat aber eine ganz interessante Eigenschaft. Wir haben vorhin gesagt, wir wollen weg von der industriellen Stickstoffsynthese, ne, die gigantische Mengen von Gas verbraucht. Und wir wollen das Gas ja sinnvoller verwenden. Und diese Azolla hat eine Symbiose mit den Cyanobakterien und kann daher Stickstoff produzieren. Und es gibt eine sechsmal höhere Stickstofffixierung als mit Soja. Soja ist ja auch Leguminos, das ist einer der Vorteile der Soja, die aber ansonsten eigentlich nur Nachteile hat und einfach die Kulturen beendet werden sollten. Und da ist halt einfach eine sechsmal höhere Stickstofffixierung durch Azolla. Es ist ein Schwimmfarn, tropisch, subtropisch, der bei uns im Winter absterben würde. Und aber auch eine gute Futterpflanze ist und eben diese Stickstoffproduktion hat. Ja, durch solche Azolla-Fischzucht hätten wir halt einen ganz anderen ja, Ansatz. Wir haben halt hier im Teich nur so viel Produktion, wie wirklich nötig ist für die Tierhaltung. Die Stickstoffproduktion, die natürliche Stickstoffproduktion mit Sonnenenergie und den natürlichen Prozessen, ist sehr viel effizienter. Wir haben nur einen relativ kleinen Austrag in die Atmosphäre. Das ist in allen natürlichen Systemen so und im gewissen Maße auch nicht schädlich. Und wir haben hier gar keine Belastung des Grundwassers, ne? Deshalb ist das ein tolles System auch für die Wasserwirtschaft. Ja. Da gibt es halt jetzt noch ein paar Zahlen zu globaler Tierhaltung. Als erstes, ich bin für Tierhaltung im Freien. Also was wir hier links im Bild sehen, das ist eigentlich die Tierhaltung, die ich propagiere. Tiere draußen haben ein gutes Leben und können das natürliche Futter fressen, was halt hier in dem Fall Gras ist. Der Mensch kann kein Gras fressen und es gibt sehr viel Flächen auf der Welt, die halt anders nicht nutzbar sind. Und wenn man ja, die Portionsbeweidung macht, dann kann man mit Tieren im Freiland Boden verbessern, Humus aufbauen und den Wasserkreislauf wieder in Gang bringen, damit das Klima ausgleichen. Ja, dann insgesamt etwa 80% der globalen Agrarfläche ist für die Tierhaltung. Völlig unglaublicher Wert. Da ist allerdings vieles dabei, viel Land dabei, was man anders gar nicht bewirtschaften kann. Aber 37% der Ackerflächen, ne, wo auch menschliche Nahrung wachsen könnte, dienen dem Futtermittelanbau. Und das ist natürlich ein Wahnsinn und da kann halt dieses Aquakultursystem dazu beitragen, dass das verringert wird. Und der Futtermittelanbau ist ja fast ausschließlich oder zum ganz großen Teil für die industrielle Tierhaltung, die aus meiner Sicht abgeschafft gehört. Aber mit Übergangsphasen, nicht wie das jetzt in Holland passiert, einfach verbieten, den Bauern die Existenz wegnehmen. Sowas ist auch ein Wahnsinn, weil die Politik hat seit Jahrzehnten in diese Richtung gedrückt und jetzt wird plötzlich gesagt, ihr seid aber ganz böse und jetzt müssen wir eure Betriebe kaputt machen und die damit auf dem Silbertablett den Banken und Investoren rüberreichen. Das ist ein Landgrabbing, was absolut pervers ist. Und deshalb sollte halt die Landwirtschaft gucken, auch effizientere Sachen zu machen, um wegzukommen von diesen inakzeptablen Systemen, die gesellschaftlich nicht mehr akzeptiert werden. Aber wie gesagt, es braucht Übergangsbereiche und das dauert
Jahre und Jahrzehnte, bis so eine Umstellung halt auf eine gesunde und menschliche Art passieren kann. Ja, jetzt wird es spannend hier für die Ertragslage. Wir haben halt, wenn wir zur Proteinproduktivität kommen, Zahlen hier für Rinderhaltung, Schwein, deshalb wird zu viel Schwein produziert, weil das halt effizienter ist als Rind, dann in Frischprodukten, Gemüse und so weiter. Die Geflügel sind etwas höher, Eier sind noch höher, Milchwirtschaft liegt ungefähr hier, Weizen hier, wobei der Weizen Eiweiß eigentlich was ist, was wir vielleicht gar nicht so essen sollten. Das ist halt das Gluten, ne? Der Weizeneiweiß. Ja, und der höchste Wert hier oben ist halt dann das sind die Hülsenfrüchte. Und da würde das Soja dazu gehören. Und jetzt sollte man sich mal merken, diese Zahl ist 1 ungefähr, ne? Das ist hier Maximum. Und wenn wir jetzt diese Skala mal verändern, weil jetzt müssen wir ein bisschen anders gucken. Und jetzt kommen wir zu dem, was an, das jetzt hier halt in dem anderen Maßstab, was wir mit Azolla und mit den Wasserlinsen machen können. Azolla, also hier waren wir eben als allerhöchstes, ne, das war ungefähr diese 1. Jetzt liegen wir hier schon gewaltig viel höher. Und mit den Wasserlinsen haben wir gigantisch mehr Proteinproduktivität pro Fläche. Ja, das sind doch mal Nummern hier. Das ist klasse. Und jetzt zu den Aquakultursystemen, auch wie sie gemacht werden. Also hier gibt es eine Aquakultur in Bangladesch. Hier gibt es viele Fischteiche mit Tilapia. Das ist so eine tropische Karpfenart, die man hier im Bild so ein bisschen sieht, und verschiedene sonstige Karpfen. Die Tiere kriegen kein extra Futter dort, es werden keine Maschinen eingesetzt. Die Leute arbeiten da zusammen, scheinen da auch irgendwie ihren Spaß bei zu haben. Es gibt eine kontinuierliche Ernte das ganze Jahr durch, keine externen Inputs, und man produziert etwa 10 Tonnen pro Hektar Fisch. Also schon mal ein tolles System, ne? Und ja, das ist halt die Produktivität dieses Schwimmpflanzen-Karpfensystems im Vergleich. Also jetzt nicht als Produktion der Pflanze, sondern in diesem Aquakultursystem. Und das liegt also sehr, sehr viel höher als bei den anderen Protein-Lebensmitteln. Es gibt auch die Kombination mit Reis. Wir propagieren zwar Trockenreis mit Bohne als Intercropping, was klasse ist. Aber es gibt hier eine interessante Studie aus den Philippinen, wo halt die normale Reisproduktion als Vergleichsbeispiel genommen wurde. Das ist jetzt hier in den Nettoeinkünften pro Jahr aufgezeichnet als 100%. Wenn man jetzt Reis und Azolla macht, Azolla, diesen Schwimmfarn, den haben wir eben kennengelernt, der halt auch Stickstoff ins System bringt. Die Produktion steigert sich und man hat das Einkommen 121%. Wenn man dann noch Fisch mit reinsetzt, also auch in den Reiskulturen in der Zeit, wo genug Wasser da ist, dann aber auch hier links neben den Reisfeldern sind dann solche Teiche, wo die Fische dann hingehen, wenn sie größer sind und auf dem Reisfeld nicht mehr so viel Platz ist. Auch noch mal besser, man hat ein Zusatzeinkommen, aber durch den Fisch. Und so steigert sich das Einkommen ziemlich deutlich. Also allein das ist schon mal ein Unterschied zwischen bitterer Armut, wo die Kinder nicht zur Schule gehen können, und zu ja, halbwegs vernünftigen Verhältnissen. Wenn dann aber jetzt noch Enten mit ins System kommen,
gibt es noch mehr Reis, weil die Entengülle da auch nochmal mit düngt. Der Fischertrag steigert sich und man hat jede Menge Eier. Und wenn man das alles zusammenzählt, ist natürlich auch mehr Arbeit, die Eier zu sammeln, zum Markt zu bringen und so weiter. Aber dann kann hier ein Nettoeinkommen von 1500% ungefähr erreicht werden von reinem Reisanbau. Ja, und das ist halt wirklich auch für uns Motivation, solche Systeme zu machen, die dann vielleicht noch etwas einfacher sind, nicht ganz so arbeitsaufwendig. Jetzt gibt es natürlich ein paar Nachteile bei den Schwimmpflanzenkulturen. Und einer der Nachteile ist, dass der Wassergehalt der Biomasse liegt halt bei 90-95%. Die Trocknung ist damit relativ schwierig und für hohe Erträge sollte halt täglich oder alle paar Tage geerntet werden, weil diese Pflanzen können so schnell wachsen und da muss man immer wieder rausnehmen, sonst begrenzen die sich gegenseitig, dann ist nicht genug Sonneneinstrahlung mehr da und so weiter. Ja, lokale Produktion ist die Antwort darauf, also weil Trocknen und Transport und sowas eigentlich relativ unsinnig ist, machen wir lokale Produktion. Wir bringen halt die Tiere zu den Pflanzen, dann können die sich selber sammeln, da brauchen wir nicht trocknen und es ist ein ja, weitgehend natürliches oder naturnahes System. Der erste Ansatz war die Eierproduktion. Hier links mal die Enteneier. War ein tolles Projekt, weil in dem Projekt immer wenn Stefan dann zum Termin kam, dann brachte er klasse Enteneier mit. Das ist bei anderen Projekten im Abwasserbereich oft nicht so, dass wir da gute Nahrung produzieren. Es ist aber auch ein Projekt, was zur Güllebehandlung genutzt werden kann. Also das ist jetzt nicht so weit weg von Abwasserbehandlung. Deshalb haben wir das ja auch mit aufgenommen. Und wir sind dann aber ja, Hühner, Enten und wir haben aber festgestellt, dass eigentlich die Fischproduktion oben der Graskarpfen ist da zu sehen, das viel bessere Modell ist. Und die Literaturwerte waren hier für die Proteinproduktivität im Vergleich zur Literatur ist Azolla bei uns deutlich besser gewesen, während die Wasserlinsen erstaunlich schlecht abgeschnitten haben. Also Literaturwert hier oben, eigene Messungen hier unten. Aber es gibt sehr, sehr eine breite Streuung in der Literatur, in den Forschungsprojekten. Und das ist halt das, was jetzt bei uns hier rauskam. Ist trotzdem ein sehr guter Wert. Azolla war noch klasse. Und jetzt die Fütterungsversuche. Das kurz gefasst, wir haben halt Vergleiche gemacht, Kontrollgruppe, keine Wasserlinsen Azolla, Versuchsgruppe mit Zugang zu Wasserlinsen und Azolla. Und beide hatten aber freien Zugang zu Körnerfutter und als Resultat gab es kaum Unterschied in der Körnerfütterung. Wir haben das aber auch jetzt nicht endlos weitergetrieben, weil das halt jetzt nicht interessant genug war für unseren Stand, aber es gibt durchaus ein großes Potenzial, jetzt so Schwimmpflanzen zuzufüttern, weil diese reine Körnerfütterung für Hühner und Enten ist eigentlich blöd, weil das die Eierqualität ist nicht hoch. Also wenn Hühner ausschließlich Getreidefutter kriegen, was ja überall der Fall ist eigentlich, fast überall. Diese Freilandhaltung ist besser, weil da können die sich auch Würmer holen und Gras fressen und so weiter. Aber da kann man halt auch so mit diesen Teichen halt ein gutes Zusatzfutter produzieren. Ja, für weitere Fütterungsversuche, der Ergänzungsanteil der Versuchsgruppe wurde reduziert, aber halt nicht sehr weitgehend. Dauer der Versuche jeweils 16 Tage. Es gab viele Schwierigkeiten natürlich bei diesen praktischen Projekten. Es ist nicht alles einfach und ja, das bräuchte noch viel mehr Forschung. Also wer Lust hat, da mitzuarbeiten, die Versuchsanlage steht zur Verfügung zwischen Oldenburg und Bremen. Und wenn jemand wirklich interessiert ist, da jetzt eine Masterarbeit zu machen oder vielleicht auch eine Doktorarbeit oder das als Geschäft aufzubauen, Selbstständigkeit, man muss aber selber für sich arbeiten und selber auch
finanziell unabhängig sein dafür. Aber da können wir auf jeden Fall den Kontakt dann herstellen. Und ja, wir haben halt, wir haben entweder Azolla oder Wasserlinsen gefüttert und jeweils so viel, wie sie wollten, was sich ad libitum nennt. Und wir haben getrennte Versuche mit Enten und Hühnern gemacht. Ja, das soweit. Die Schwimmpflanzen als Futtermittel zur Eierproduktion, Einsparung an Körnerfutter möglich, 10 bis 20% durch Schwimmpflanzenzufütterung wäre sicherlich steigerbar, aber so war es für uns nicht so interessant. Einfluss auf die Legeleistung und Futtereffizienz sehr variabel. Also wenn man den Tieren nur so Grünfutter füttert, dann hat man kaum noch Legeleistung, dann ist das halt kein System, was man kommerziell machen kann. Für eigene Produktion immer super, weil dann hat man hochwertige Lebensmittel und man braucht auch vielleicht nicht ganz so viele Eier, wenn man die nicht als Einkommensquelle braucht. Einfluss auf Legeleistung war variabel. Ein deutliches positives Verhältnis für Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis im Ei. Und das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, weil wenn die Hühner nur Körnerfutter kriegen, ist das Ei eigentlich minderwertig, weil wir da keine gute Fettsäuren oder weniger gute Fettsäuren haben. Wir brauchen sehr viel mehr Omega-3 und besonders brauchen wir DHA EPA. Also das ist eine Fettsäure, die ja einfach Gehirnnahrung ist. Ich schreibe es hier mal auf, so gut wie das hier mit der Maus geht. DHA. Haben hoffentlich alle schon mal gehört, das ist eine der wichtigsten Ernährungssachen, dass man dafür sorgt, dass man genug von dieser Gehirnnahrung hat, gerade wenn Kinder sich entwickeln. Und die gab es bisher fast nur in Tierprodukten und Fischöl zum Beispiel. Und inzwischen gibt es gute Algenöle. Da gibt es ein tolles Buch Algenöle von Dr. Michael Neels, der wirklich absolut fantastische Arbeit zur Gesunderhaltung der Menschen gemacht hat. Und das ist etwas, was man ja, einfach hier verbessern kann. Das wird aber auch durch die Mobilstelle in der Hühnerhaltung, die man jetzt zum Glück immer mehr sieht, verbessert. Aber in unseren Versuchen hier war es insgesamt trotzdem ressourcenintensiv, weil diese Fütterung da doch noch relativ aufwendig war. Ja, wir sind dann übergewechselt zur Produktion von Graskarpfen und das hat dann aber eine sehr, sehr hohe Ressourceneffizienz. Wir konnten das allerdings nicht mehr so lange machen, weil die Zeit des Projekts von Stefan Hügel war abgelaufen und wir haben leider niemanden gefunden, der das dann weitermachte. Insofern ist das nur ansatzweise erarbeitet worden und dann aufgrund der Literaturwerte in den verschiedenen Projekten halt weiter erarbeitet worden. Also mit Wasserlinsen-Graskarpfen kriegt man auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Proteinproduktivität pro Fläche hin. Wir haben mit einem Gewächshaus hier gearbeitet, weil wir wollten die Wärme vom Sommer und Herbst noch weiter erhalten, haben ein riesen System gebaut, 100 Kubikmeter Wasser, außenrum noch alle möglichen interessanten Pflanzen und das war halt ein schönes System insgesamt, aber sehr aufwendig. Aber man kann einfach auch nur einen Teich machen und das ist dann sehr viel einfacher. Ja, ein Rechenbeispiel zum Flächenverbrauch jetzt hier, gesamte Landwirtschaft, Tierhaltung hat diesen Anteil und bei Wasserlinsen-Graskarpfen bräuchte man, um die gleiche Proteinmenge zu produzieren. Das ist natürlich ein rein theoretischer Wert. Man kann das sicherlich nicht komplett machen und nicht jeder mag Fisch.
In Süddeutschland werden in vielen Gegenden auch Graskarpfen gegessen. Man braucht halt da, man muss wissen, wie man die isst. Also das sind sehr, sehr feine Gräten, die nervig sein können, aber die werden so quer durchgeschnitten und dann kann man die sehr gut essen. Und ich finde Graskarpfen sehr, sehr lecker. Und wir haben halt mit diesem System eine Möglichkeit, auch sehr hochwertige Nahrung nochmal darüber hinaus zu produzieren. Bei allen Aquakultursystemen und Hydroponik und so weiter ist halt die Nährlösung besonders wichtig. Und wir haben jetzt hier ein System mit Azolla, wo Stickstoff schon mal geregelt ist, weil Stickstoff ist halt ein Riesending, ne? Stickstoff muss man eigentlich sonst einkaufen aus einer Industrie, die sehr energieintensiv ist. Und über diese sagen wir mal Makronährstoffe, Stickstoff, Phosphor, Kalium, Calcium, Magnesium und so weiter hinaus, braucht es jede Menge Spurenelemente. Und das ist jetzt die neue Forschungsrichtung von Stefan Hügel geworden. Er hat zusammen mit Holger Grön in Brandenburg das Institut für Mineralienkreislaufforschung gegründet. Mineralienwende.de und das Institut dort beschäftigt sich halt sehr damit, wie man die Böden verbessern kann, wie man die Nahrung verbessern kann, indem man halt die ganze Palette der Spurenelemente hat. Ne? Wenn man halt sieht, wie viele das sind, also man bräuchte im Grunde so ja, wahrscheinlich 80, 90 Spurenelemente oder Elemente insgesamt. Und man braucht sie aber alle, weil die halt sich gegenseitig oft beeinflussen. Also wenn man jetzt zum Beispiel nur eine hohe Zinkaufnahme hat durch die Nahrung, dann kann man damit sehen, dass dann Kupfer zum Beispiel verdrängt wird und wir in Kupfermangel kommen. Also man sollte halt alles ausgewogen haben. Und da hat Stefan Hügel jetzt eine sehr schöne Methode entwickelt, wie hinbekommen kann. Er hat ein Blattspray entwickelt, wo halt die nach internationaler Literatur wichtigsten Elemente, die hier aufgeführt sind, jetzt da über ein Blattspray zugeben kann. Man muss dazu sagen, dass im kommerziellen Einsatz vieles nicht erlaubt ist. Also es sind viele Substanzen, die eigentlich sehr wichtig sind, wie Germanium zum Beispiel, sehr gute Krebsprävention oder ja auch Silizium, damit halt im Körper sich kein Aluminium ansammelt. Selen ist ganz wichtig. In der Tierhaltung werden viele dieser Stoffe eingesetzt, aber dem Menschen wird es irgendwie vorenthalten. Aber es ist halt auch eine Eigen, dass man sich selber schlau macht. Und bei diesen Schwimmkulturen könnte man halt dort die Schwimmpflanzen halt besprühen und hätte dann eine sehr, sehr gute ja, Zusatzqualität, weil die ganze Palette von Spurenelementen drin ist. Was man bei fast keinem Agrarprodukt heute hat, auch bei Biolandwirtschaft, ist es oft nicht richtig gut. Demeter noch am besten, weil die den Boden oft ganz gut hinkriegen. Aber wir brauchen regenerative Landwirtschaft, wo diese ganzen Elemente wieder reinkommen. Und Stefan Hügel hat halt hier die Thematik ausgearbeitet für die ganzen Spurenelemente, die, wenn sie zu viel sind, aber auch leicht giftig werden. Also das ist ein Feld, wo man sich ganz gut auskennen muss. Die Kosten aber für pro Biomasse im Düngerwert. Das Interessante ist, das, womit total geaast wird, wir haben vorhin gesehen, wir haben da 70, fast 80% Verlust beim Stickstoff und das ist ausgerechnet das teuerste pro Biomasse und damit wird geaast. Kalium ist relativ teuer, Calcium, Magnesium, weil man weniger braucht. Also das ist jetzt, Stickstoff ist deshalb so teuer. Da ist ja 7% in Biomasse, ist im Schnitt auch in unserer Biomasse. Ne? Wir bestehen auch da, unsere Biomasse 7% aus Stickstoff. Und
Jetzt sieht man aber, dass diese anderen Elemente hier, diese ganzen Spurenelemente, doch sehr, sehr günstig sind. Und es ist eigentlich Dummheit, nicht dafür zu sorgen, dass die in der Nahrung sind. Und wenn man jetzt so eine Aquakultur macht, die man auch im kleinen Stil machen kann, auch im eigenen Garten, ist das machbar. In einer Wohnung ist nicht so empfehlenswert, wegen der großen Wassermengen, aber es ist halt etwas, was halt auch auf kleinen Flächen gemacht werden kann, so dass halt der Fisch genug Auslauf hat. Also auch ein etwas größerer Gartenteich ist da verwendbar und diese Schwimmpflanzen kommen fast von selber und wenn die dann gefuttert werden, sind die auch kein Problem mehr. Man muss im Teil des Systems halt die Tiere raushalten, weil sonst sind die alle mal weggefressen und dann gibt es keine Produktion mehr. Ja, jetzt einer der Gründe, warum wir dieses Projekt gemacht haben, das ist die Nitratbelastung im Grundwasser, die massiv ist, besonders in den Gegenden mit der hohen Tierhaltung. Hier, das sind die bekannten Gebiete hier in ja, Vechta, Kloppenburg und so. Das ist übrigens deshalb diese massive Produktion, weil natürlich mit dem Schiff aus Südamerika das Sojafutter kommt. Deshalb sind die, ist das hier oben so konzentriert. Und wir wollen aber gar nicht importieren aus Ländern, wo da auch Schäden mit angerichtet werden, ja, Regenwald dafür abgeholzt wird. Und insofern wollen wir halt zu einer Produktion aus eigenen Mitteln und das ist halt ein Ansatz mit lokaler Produktion. Und da, wo es diese Gülleüberschüsse aber gibt, könnte man jetzt auch mit so einem Aquakultursystem da zumindest noch eine Nutzung machen, eine bessere Nutzung, weil bei diesem ganzen Wahnsinn, der da abläuft, sollte zumindest die Effizienz drastisch gesteigert werden. Und da zur Erinnerung, die Wasserlinse hat eine 9-mal höhere Stickstoffaufnahme als Mais. Und wir können dann aus und in der Gülle ist halt der ein sehr, sehr hoher Stickstoffanteil. Wir haben auch sehr viel Phosphor und die anderen Nährstoffe da drinne. Und da die Tiere oft besser ernährt werden als die Menschen, sind da oft auch viele Spurenelemente drin, die den Menschen fehlen in der Gülle. Und das könnte halt jetzt hier über die Schwimmpflanze auch dann in den Fischen zu besserer Nahrung führen. Ja, das ist so eine der Möglichkeiten, was man machen kann. Leider fehlt es immer an Pionieren. Also wenn jemand Lust hat, wenn jemand hier in der Landwirtschaft dabei ist, ja, schaut, wie ihr sowas aufbauen könnt. Wir sind gerne bereit, da auch zu unterstützen über eine Masterarbeit oder Projektarbeit, dass man so ein System konzipiert. Und wir sind erreichbar über E-Mail vorzugsweise, aber bitte vorher schlau machen. Und bei solchen Systemen können wir halt die Grundwasserbelastung vermeiden, weil diese Überdüngung mit Gülle oder auch diese wahnsinnsweiten Transporte mit Gülle. Gülle wird zum Teil hunderte Kilometer mit dem LKW gefahren, was ja auch ökologischer Wahnsinn ist. Und lieber lokale Produktion machen, die Gegenden der intensiven Tierhaltung liegen oft in Gegenden, die auch eher nass sind. Da kann man relativ leicht Teiche bauen und da halt durch Güllenutzung halt auch zusätzliche Werte schaffen und die ja den Fleischbedarf verringern durch Fischangebot. Ja, hier ein paar Bilder noch zu unserem System. Es ist halt zwischen Oldenburg und Bremen und da ist halt, wir haben dieses große Gewächshaus gebaut, 200 Quadratmeter Gewächshaus hatten wir gemacht. Man ist nicht groß für Landwirtschaft, aber groß für eine Versuchsanlage. Und in diesem Gewächshaus hat Stefan Hügel halt auch noch alle möglichen tropischen, subtropischen Pflanzen angebaut.
unter anderem Taro, was total genial ist. Hier ist Stefan Hügel auch mal zu sehen, damit er auch hier mal auftaucht. Und hier bilden sich halt riesige Taro-Knollen, was hervorragende Nahrung ist. Und das kann man durchaus auch bei uns gut anbauen, aber viele andere interessante Sachen auch. Und das ist hier ein System, ein Aquaponik-System, Hydroponik-System, was halt die Wasserreinigung dann macht. Also der Überlauf vom Teich geht hier durch, wird dabei gereinigt, produziert noch andere Pflanzen und ist dann wieder sauberer. Ja, hier nochmal ein Blick auf die ja, Azolla. Links oben Azolla, dann die Wasserlinsen. Und das ist hier, da ist das Institut für Mineralien-Kreislaufforschung jetzt beheimatet in Brandenburg. Und dort hat jetzt Holger Grön eine riesige Anlage für Karpfen, Schwimmpflanzen gebaut. Und das ist etwas, was früher hier bei diesem kleinen Schloss halt auch gemacht wurde. Es gab Fischkulturen und das wird jetzt wieder belebt und das ist halt ein Weg, wieder mehr lokale Unabhängigkeit zu bekommen. Ja, damit möchte ich enden. Danke fürs Interesse und hier sind noch die Literaturstellen. Wen das interessiert, kann das noch mal sich genauer angucken. Dankeschön. Zusammenfassung: Aktuelle Tierhaltungssysteme sind weitestgehend ineffizient. Schwimmpflanzen haben großes Potenzial für die Gestaltung zukunftsfähiger Tierhaltung. Teichsysteme ermöglichen hochwertiges Futtermittel, besonders wenn man dann die Spurenelemente durch Bloodsprays noch einbringt. Und bestehende Tierhaltungssysteme können optimiert werden. Wie gesagt, Gülle plus diese Teichsysteme ist eine interessante Kombination. Und dann vollständige schwimmpflanzenbasierte Tierhaltungssysteme können enorme Flächen und Agrochemikalien einsparen. Damit bin ich durch und danke fürs Interesse nochmal.